Ja, ist auch mal schwierig, jetzt hier die Kohle abzubauen in so einer Höhle. Ja, da sieht man ja nie irgendwie was. Deswegen einfach mal die Ohren spitzen und nicht so viel quatschen. Den noch da weg und dann springe ich da hoch und dann habe ich die Kohle. Ja, von hinten kann jetzt aber nichts mehr kommen. Ich renne jetzt hier mal weiter. Wieder zurück. Hier die Ecke kann ja ruhig noch eine Fackel brauchen. So. So, und jetzt gucken wir uns mal dieses Loch hier an. Ich mag ja diese tiefen Löcher, ne? Die so plötzlich so völlig so. Boah. Oh, was haben wir denn da? Eine nasse Überraschung. Und es geht wirklich ziemlich tief runter. Na. Okay. Ich habe auf Expeditionen oder auf solchen Reisen natürlich wieder darauf geachtet. Da oben ist unser Weg. Sieht irgendwie interessant aus, so Indiana Jones mäßig. Ich achte immer noch, guck mal, dass man das immer vorbereitet, ne, mit einer guten Ausrüstung. Ich habe nicht so viel dabei. Ich habe immer genug Werkzeug dabei, hauptsächlich Hacken so, ne? Genug Waffen, genug Pfeile, Fackeln sowieso. Ah, und hier natürlich auch Schilder. Denn wir haben auch den Auftrag, auf unserer Reise mal ein paar Schilder aufzustellen. Na? Als Wegweiser zum Beispiel oder Hinweis auf markante Punkte. Na? Wäre ja schön, wenn ich dann diese Welt hier irgendwann vielleicht sogar mal zum Download freigebe, was ich im Moment noch nicht tue. Ja, dann könnt ihr da auch ein paar Schilder lesen. Das hat doch was, oder? So, jetzt tue ich erstmal das Aluminium weg. So, die Kohle kann auch mal hier weg. Was brauche ich denn da? Und auch die Erde kann ich ja nehmen. Gut, die Erde kann ich ja nehmen. Ah, hier immer Shift-Taste drücken bei solchen Aktionen, ne? Jetzt hüpfe ich hier runter. Da geht es sogar bis in die Ecke. Licht machen. Ah, freuen. Wie tief geht denn das da? Hier muss auf jeden Fall noch ein Block hin. Den Wasserfall mache ich nicht kaputt. Keine, nein, das mache ich nicht. Oder? So, bauen wir mal so. Ja, ich hab's gehört, euren Ruf nach Fackeln. Ah, ui, 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 das ist aber wirklich, wirklich tief, ne? Ja, so will ich die Reise nach Emlomar hier aufziehen, ne? Wir werden es öfters mal aufhalten. An verschiedenen Stellen. Ach, das war jetzt blöd, dass ich den weggemacht habe. Den hätte ich lieber wegmachen sollen. Das Silber nehmen wir natürlich mit. So. Ja gut, das brauchen wir gar nicht richtig auffüllen. Was ist denn hier eigentlich? Kommen wir denn hier schon runter? Leute. Ich check mal eben. Ja, ich habe alles eigentlich dabei, was ich für so eine Expedition brauche. Komm, dann hacke ich doch hier einfach mal noch ein bisschen mehr so diesen Durchgang auf. Ich mache das gerne so. Ist mir dann hier immer so. Ja, komm, das hat jetzt auch nichts gebracht. Irgendwo noch eine Fackel hin. Da, so. Das geht echt tief hier runter. Das habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Aber es macht ja nichts. Habt ihr noch was vor? Nein. Will ich ja jedenfalls nicht hoffen, wenn ihr hier einschaltet, dass ihr da noch was vorhabt. Wo kommen wir denn da hin? Ich mach mir hier die ganze Arbeit. So. Ja, komm. Dann schlage ich mal diese Ecke weg. Und immer direkt noch eine Stufe tiefer. Und so baut man sich dann so langsam einen spiralförmigen Weg hinunter in die, ja, was weiß ich, Hölle. Ja, ist gut. Ich hänge eine Fackel auf. So, guck mal. Boah.
Da scheint auch eine richtige Halle da unten zu sein, ne? Soweit ich das schon. Ich wünsche mir manchmal wie bei Lara Croft Tomb Raider oder so, dass man da unten so eine Magnesiumfackel hinwerfen kann oder sowas. Und dann sieht, was da ist. Dann zack. Hier mache ich das mal so. Das ist mir sonst ein bisschen zu. Ja, mal gucken, ob ich jetzt hier vielleicht noch eine Fackel hinbauen kann. Das ist ja jetzt spannend. Da ist eine Spinne da unten. Und eine Riesenhalle offenbar. Wow. Kinders. Was ist das aufregend? Wie komme ich denn jetzt hier runter? Am besten bohre ich mir doch jetzt mir noch ein. Vielleicht kann ich da durch die Wand gehen. Das ist besser die Idee. Ich gehe hier durch die Wand. Ihr kennt das, das macht man öfters mal, ne? Geht man durch die Wand. Ah ja, super, da ist auch gar nichts zum Befestigen. Das ist das Problem. Ich brauche jetzt etwas, um mein Lehm zu befestigen. Sonst hat es keinen Sinn. Jetzt muss ich das auch wieder zumachen, weil ich sonst hier irgendwann durchfalle. Ja, jetzt, ja, für so einen Fall, habe ich vergessen. Normalerweise sollte man auch immer Geröll mitnehmen. Ne? Und weil das fällt ja runter. Geröll hält ja nicht fest. Das kann man jetzt runterwerfen. Ja, und so aufschichten. Und dann ist man wieder einen Schritt weiter. Jedenfalls muss ich mir jetzt sowieso noch, jetzt hänge ich so richtig in so einem, wie weit geht das denn hier noch? Aha. Hab wieder eine Stufe geschafft. Hier nicht. Was ist das dann hier? Aha. Ja gut, da wollen wir jetzt mal schön aufpassen, dass wir hier. Fackel, ja, okay. Ah, hier, das mache ich wieder zu, ne? Da, auch hier, jetzt kann man dann. Ja, da komme ich jetzt aber ran. Das ist gut. Erstmal hier zumachen. Klink. Wieder eine Stufe geschafft. Was war das denn? Er schreibt mich doch nicht so. So. Die Spinne müsste mich da ja langsam jetzt auch mal sehen. Ich kann es gar nicht erwarten. Ja, er kommt schon. Ich höre jetzt plätschern. So, jetzt den Monstern habe ich jetzt auch eine schöne, bequeme Stufe gebaut. Vielleicht komme ich da mal mit einer Fackel hin. Schöne Kohle haben wir hier. Wir checken jetzt erstmal hier so ein bisschen. Ach, ich sehe schon, da geht es noch tiefer runter. Und da scheint die Spinne auch gerade reingefallen zu sein. Jetzt sehe ich nur nicht, was hier hinter mir ist. Scheiß drauf. Böses Wort, ich weiß. Entschuldigung, es gucken auch Kinder zu. Ja, und Frauen. Und deswegen sollte man jetzt nicht solche schmutzigen Wörter verwenden. Tut mir sehr leid, aber manchmal gehen halt die Emotionen total mit mir durch. Dann weiß ich auch nicht, dann kann ich mich nicht mehr zügeln. Das ist irre hier. Ich hab Angst. Hier geht's runter, da geht's runter. Wir machen weiter, wir machen hier einfach weiter. Wir gehen jetzt hier lang, egal was passiert. Komm, oh, Monster, kommt, wo seid ihr? Da, Spinne, Spinne, Spinne! Hallo, lalu, lalu. Erstmal hier so hoch und gucken. Habt ihr das gesehen? Jo, ey. Gut, jetzt wissen wir, wo die herkommen. Ob da wohl ein Dungeon ist da hinten? Ich könnte jetzt die F3-Taste drücken und sehen, ob da irgendwie, ne? Mache ich aber nicht. Ja. Ach, guck mal, da haben wir einen Genossen. Ah, das ist sehr schön. Die können wir uns jetzt mal angucken, weil das ist ja auch meine Textur. Ich habe also auch da die so ein bisschen grün fies gemacht, irgendwie so. Mit so Flecken drauf, keine Ahnung. Ja, hör mal, seid doch mal lieb zu mir. Ich tue dir doch gar nichts. Guck mal, ich bin doch hier wirklich nur so ein Höhlenforscher. Du kommst da eh nicht durch. Ist ja manchmal schon ein Glück, dass sie so ein bisschen doof sind, ne? Ja, ist gut.
Brauchst gar nicht so tun. Wow. Ja, guck mal, die hat sogar überlebt. Da unten ist sie noch. Die hampelt da unten noch rum. Ja, du könntest aber doch hochklettern, ne? Die ist so doof, die weiß doch nicht mal, dass sie klettern kann. So, pass auf. Ah, jetzt falle ich natürlich hier so runter. Komm mal her hier, komm, ja, komm. Ah, damit halten wir uns jetzt nicht auf. Ey, wir gucken ja nochmal hinten in der Ecke. Hier war jedenfalls, saß hier ja auch vorhin eine Spinne, ne? Also müsste da ja irgendwie... Hoho! Na? Mal eben den Überhang hier abhauen. Ja, da ist also ein Durchgang, die kam also offenbar von hier. Vielleicht war es auch die gleiche, ne, die hatte ich ja platschen gehört. Oh, 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 shit. Hier geht's auch nochmal so richtig lang. Okay, ich mache jetzt hier meine Methode. Ich sehe natürlich, dass überall Rohstoffe rumliegen, ne. Das ist jetzt also nicht denken, sieht er denn der Silber nicht? Erst ist kein Silber. Ja, was? Oh, oh. Ja, Zombie. Er kommt von da hinten irgendwo. Von oben ist eigentlich alles okay, ne? Nein, nein, ich versuche nur die einigermaßen abzusichern, die Höhle. Oder ein bisschen kennenzulernen, damit ich weiß, kann ich in relativer Ruhe Ressourcen abbauen oder laufe ich Gefahr, ermordet zu werden. Wie viele Fackeln habe ich denn überhaupt noch? Das geht nämlich auch immer noch ein Problem. 22 Fackeln. Ja, okay, pass auf mal. Was ich jetzt habe ich es hier hell.